Oh ja, diese Hader, diese gottverdammten Hader. Überall sind sie, egal wo du bist. Sie kritisieren dich, sagen dir, du sollst damit aufhören und du sollst dies machen und du sollst das machen und du sollst damit aufhören und am besten gar nichts mehr machen, was dir Spaß macht und was weiß ich. Was du verstehen musst. Diese Menschen sind von Grund auf einfach unzufrieden. Komplett unzufrieden. Und sie hassen sich selbst. Und wenn sie dich sehen, du bist am Glänzen, am Scheinen, gerade in so Zeiten, fragen sie sich, warum? Warum der? Was ist mit dem so besonders? Oder was weiß ich, was in den ihren Köpfen vorgeht? Warum? Der war jetzt 2 Jahre nicht im Fitnessstudio, kommt zurück und macht wie als wäre nichts passiert und ist sogar noch besser als vorher. Und was weiß ich alles, was denen im Kopf vorgeht, aber es ist einfach lächerlich. Du wirst attackiert, dumm von der Seite angemacht, nur weil du gerade mit Kopfhörern dein eigenes Ding machst und einfach dein Training durchziehst, am fucking Sandsack bist und deinen Spaß hast. Und dann kommen halt einfach Menschen und müssen dich abfacken, aber. Ich merke immer mehr, auch durch NoFap, durch Arbeit an mir selbst und Selbstvertrauen und durch den Sport und alles, die Leute können nicht mehr in meinen Kopf. Oder es ist nicht mehr so leicht, in meinen Kopf zu kommen. Die Leute versuchen mich abzufacken und merken selbst, dass sie sich zum Clown machen oder ich mache sie zum Clown. Sie bezeichnen mich sogar noch als Hampelmann und Clown und alles. Und machen sich selbst zum Clown. Und ich will nicht cool machen oder sonst irgendwas. Mir gefällt das nie, jemanden zum Clown zu machen. Aber wenn du in mein Territorium kommst und denkst, du musst mich fertig machen, was ist, irgendwann habe ich genug. Wenn du einmal kommst und bist dann schon mit Hate so richtig, hör damit auf und was weiß ich und bla bla und musst so machen, musst dies machen und. Der Sandsack ist nicht zum Treten und was weiß ich. Und ich mache seit ein paar Jahren Kampfsport. Ich weiß, was ein Sandsack aushält. So, und ach, die Leute wollen dich einfach nur abfacken. Die Leute wollen dich einfach nur aufhalten, wenn sie deinen Strahlen sehen. Wenn sie sehen, dass die Leute dich bewundern und was weiß ich. Dann gibt es den einen oder anderen, der dann denkt, oh, ich muss jetzt der Alpha spielen und muss jetzt unbedingt diese Person runterziehen. Aber mittlerweile, oder heute, ich habe mir gesagt, einfach nein. Nein, ich bin normalerweise keiner, der gerne fightet, sondern gerne mit Personen diskutiert und was. Ich hasse sowas, weil das ist eine Zeitverschwendung. Jedes Mal, und es raubt mir meine Energie, aber irgendwann muss es sein. Wenn manche Menschen es zu bunt treiben, dich auf die Palme bringen wollen, verteidige dein eigenes Recht, verteidige das, was du glaubst und hab Spaß. Lass dir von keinem sagen, was du zu tun hast, wie du zu leben hast, wie du zu sein hast. Egal, was du bist, egal, was du willst, was du bist, hört sich jetzt ein bisschen abwertend an, aber ihr wisst, was ich meine. Egal, was du liebst, ob du schwul, lesbisch, ist mir doch scheißegal, was du magst, nicht magst. Was du machst, was du nicht machst, wie gut du bist, wie schlecht du bist. Jemand, der im Grind ist, hat keine Zeit, um nach links und rechts zu schauen, was jemand anderes macht. Jemand, der hatet, sucht nur nach neuen Opfern. Aber diese Person heute hat es gemerkt. Und mir missfällt das, wie gesagt, jedes Mal, aber manchmal musst du es die Menschen spüren lassen, dass du abgefuckt bist. Und du musst sie nicht abfucken. Du musst einfach nur ehrlich sein. Und sie mit den Taten und mit den Fakten eliminieren. Eliminieren. Komplett. Komplett bloßstellen. Vom ganzen Fitnessstudio, mir egal. Ich habe mir heute gedacht, es muss sein. Es muss sein. Sonst werden die Leute immer weiter rumtrampeln auf dir. Immer und immer und immer wieder. Aber wenn du manchmal einfach einmal auf die Fresse schlägst oder einmal auf die Kacke haust, so, nicht auf die Fresse schlägst, auf die Kacke haust und dir nichts sagen lässt, werden die Leute Respekt haben. Komischerweise. Manche müssen dich testen, manche sind einfach nur ein Test. Von daher, seh es positiv.
Und vor allem, wenn Leute schon Helden, weißt du sowieso, dass du alles richtig machst. Weil jeder andere, der einfach nur so rumlebt, was soll man über den erzählen können? Aber jemand, der am Grinden ist, über den kann man reden. Über den kann man lästern. Über den, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, peace out.